Bei wirtschaftspolitischen und konjunkturellen Betrachtungen trifft man immer mal wieder auf den Begriff Multiplikatoreffekt. Was ist damit eigentlich gemeint? Schauen wir uns am besten einmal ein Beispiel an. Wenn sich eine Volkswirtschaft in einer Wirtschaftskrise befindet, wird häufig ein Konjunkturprogramm bzw. ein Ausgabenprogramm des Staates gefordert, um die Konjunktur zu unterstützen. Der Staat soll also seine Ausgaben im Rahmen einer expansiven Fiskalpolitik steigern und die Wirtschaft wieder ans Laufen bringen. Die höheren Staatsausgaben wären damit ein wirtschaftlicher Impuls, der sich über eine Vervielfältigungswirkung positiv auf den Wirtschaftskreislauf auswirken soll. Diese Vervielfältigungswirkung nennt man auch Multiplikatoreffekt. Die Grundidee ist, dass Ausgabensteigerungen, sei es nun von Haushalten, durch Konsum, von Unternehmen, durch Investitionen, durch den Staat, durch höhere Staatsausgaben oder aufgrund höherer Exporte ins Ausland, sich selbst verstärken, das heißt multiplikativ auf die Volkswirtschaft auswirken. Denn Ausgaben werden ja wieder zu Einnahmen und umgekehrt. Der Konsum von Einkommen sorgt nämlich dafür, dass Gelder anteilig über die Konsumquote durch den Wirtschaftskreislauf weitergegeben werden und eben eine multiplikative, das heißt also eine sich verstärkende Wirkung erzielt wird. Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum wird das Geld eigentlich nur anteilig weitergereicht? Ja, der Grund dafür ist, dass Menschen Einnahmen entweder verkonsumieren oder sparen können. Der Anteil, der prozentual konsumiert wird, wird Konsumquote genannt und der Anteil, der prozentual gespart wird, nennt sich Sparquote. Von jedem zusätzlichen Euro an Einnahmen würde also ein Bruchteil in den Konsum gehen und ein Bruchteil in die Ersparnis. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an. Bei einer Konsumquote von klein c gleich 90% würden beispielsweise 90% der Einnahmen als Ausgaben über den Konsum weitergereicht. Würde der Staat also 100 Euro mehr in den Wirtschaftskreislauf geben, würde das Geld immer wieder anteilig weitergegeben. Die Logik wäre die: Die Ausgaben des Staates würden im Wirtschaftskreislauf wieder zu Einnahmen führen und wieder zu Ausgaben werden, die wieder zu Einnahmen führen und wieder zu Ausgaben werden, die wieder zu Einnahmen führen und wieder zu Ausgaben werden und so weiter. Der Multiplikator wird hier immer als 1 durch, Klammer auf, 1 minus c, Klammer zu, geschrieben. Eine mathematische Herleitung finden wir hier mal eingeblendet, aber am besten schauen wir uns auch das wieder als Beispiel an. Hier sind einmal die ersten 10 Runden dieses Vervielfältigungsprozesses dargestellt. In jeder Runde werden also 90% über den Konsum weitergereicht, sodass sich eine Ausgabensteigerung des Staates von 100 Euro in diesem Modell aufaddiert, zehnfach stärker auf die Wirtschaft auswirkt. Der Multiplikator würde also 10 betragen. Tja, ein Multiplikator von 10 ist natürlich enorm hoch, aber eben auch unrealistisch, denn in der Realität wird der Multiplikatoreffekt durch den Kauf von Importwaren und Steuern deutlich abgeschwächt. Der entscheidende Punkt des Multiplikatoreffektes ist jedoch hoffentlich klar geworden. Der Multiplikatoreffekt besagt nämlich, dass die konjunkturelle Wirkung einer Ausgabensteigerung deutlich höher ist als die Ausgabensteigerung selbst. Das gilt sowohl für den Stärkungseffekt bei einer expansiven Fiskalpolitik, aber eben auch für den Schwächungseffekt bei einer restriktiven Fiskalpolitik, wenn der Staat seine Ausgaben wieder zurücknimmt. Der Vervielfältigungseffekt von Ausgaben wirkt also in beide Richtungen.